Web-Scraping verwandelt das Web in eine Datenquelle, einfach und direkt. Mit Node.js starten wir. Axios sendet eine Anfrage an die Website. Dann kommt Cheerio ins Spiel. Es durchsucht das HTML, ähnlich wie jQuery, und extrahiert die Infos, die wir wollen. Sieh dir diesen Befehl an. Axios.get URL, gefolgt von Cheerio.load response.data, um genau das zu holen, was wir brauchen. Von Marktanalysen bis zu personalisierten Newsfeeds. Mit diesen Tools machst du die Infos des Webs zu deinen eigenen.